Jedes Jahr in der Wintersaison muss ich mein Mountainbike stehen lassen. Aber wenn der Drang nach Wildnis und Abenteuer ruft, muss ich einfach senden. Und in diesem Moment wurde mir alles klar. Ich muss den Roller nehmen. Da hinten rudeln kleine Kinder. Das ist auch normalerweise, was man macht bei so einem Wetter. Da komme ich auf die Idee, den Roller zu schnappen. Ich will das voll los hier, ne? Ja, ich steige ein bisschen ein. Also, wir gehen noch ein Stück hoch und wir machen erstmal die Samstag-Variante. Oh. Ich hab gar kein Spiel hier. Also es gibt drei Beschwerden nach der ersten Fahrt. Erstens, hier ist ein Ständer gerade ausgeklappt. Ich wusste gar nicht, dass der Ständer hat. Hier mein Profil, ich rutsche hier komplett hin und her. Und zweitens hier am Lenker. An den komplett nach vorne bringen. Das ist komplett locker. Du dumm, ehrlich. Das Ding ist, ich kann die Idee jetzt nicht auf dich schieben, weil es war meine Idee. Ich geh jetzt mal hier hoch. Ich sag mal, ein bisschen mehr auf Fahrt zu kommen. Ich will mal schauen, wie es ist, wenn wir schneller fahren. Aber ich weiß nicht, ob es gut geht. Ja, Halleluja. Sommer okay, aber im Winter siehst du nicht mal, was der Untergrund ist. Ich drück die Bremse voll durch und ich rutsche trotzdem. Kein Griff. Puls von 200. Okay, rein in die Masse. Okay. Oh! Kurzes Statement, Loris, du bist auch schon gerade geeiert, ne, beim Hochlaufen. Ja. Ich soll hier mit so einem Bimo-Roller für 2,50 runterfahren. Genau. Okay, let's go. Ich sehe schon da hinten auf diesem Hügel da. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, wenn wir da jetzt hingehen, aber okay, let's go. Oh, bodenlos! Ja, for real, boah. Bodenlos, kurze Rolle mit dem Roller. Bodenlos. Oh Gott, hier sind Wurzeln! Digga, hier sind Wurzeln! Ich kann mir doch nicht, ich soll mit dem Teil über Wurzeln fahren, die man nicht sieht. Toll. Gott, ich rutsche. Hier sind Wurzeln. Wir lassen den Roller mal so runterfahren. Mit Roller runterfahren mal eben. Perfekt. Leute, wir haben ein Problem. Und weil wir noch ein bisschen Fun haben wollen, nehmen wir jetzt die Schaufel holen, ohne aus rumzulaufen. Ich würde sagen, let's go. Leider, ich liebe diese Scheiße. Es ist echt schön. Oha! Nein! 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 Ja, okay, du hast auf First Try geschafft. Let's go. Jetzt muss ich nachlegen. Und zwar mit Full Power. Nein, das kann nicht sein, hä? Hiermit verabschieden wir uns. Lasst auf jeden Fall ein Like, ein Abo da und schreibt, wenn ihr richtig Ehre habt, auch noch einen Kommentar. Peace out, Leute.